Hallo Minecraft, willkommen zur sechsten Folge Sky Factory Mega Projekt. Wir haben gerade noch hier ein paar Silk-Dings Laub abgebaut, haben einen Haufen Gravel durchgehauen, 2,5 Stacks ungefähr. Dafür haben wir auch irgendwo hier 44 Broken Iron. Das ist geil. Da sind nämlich 11. Hä? Ah, es laggt mal wieder. Es laggt. Warum auch immer. Ja. Also 11 Eisen können wir schmelzen. Was haben wir noch? Kupfer. Machen wir auch mal. Dass wir einfach mal so ein paar Sachen schon auf Vorrat haben. Nein, nicht so. Einmal im Kreis drehen. Dann Nickel, ne, Aluminium, Gold haben wir auch schon 4. So, das haben wir jetzt da rein. Ich bin gerade am Überlegen, wie wir Brot machen hier. Bread. Entweder so. Oder das, genau. Genau. Oder das einfach brennen. Das ist effektiver. Da kriegen wir nämlich aus 4 Weizen 4 Brot raus. Genau. Und warte mal, Toastbrot. Toastbrot gibt es doch auch hier. Oder irre ich mich? Toast. Brot nochmal braten. Es gibt 2,5 Keulen und es gibt 3,5 Keulen. Das heißt, wir werden das wahrscheinlich so machen. Vielleicht hätte ich erst das Brot braten sollen. Es laggt einfach. Und ich habe hier eigentlich zwischen 60 und 120 FPS. Also das ist ganz komisch. Ja. So, ja, ich habe ja gestern gesagt, ich gehe in Stingstar hier, die Hartmanns. Und war ein ganz cooler Film. Warte mal, wie ging denn das? So, okay. Ein Heavy Oak. Heavy Silk Mesh, brauchen wir 4. Oh, dann brauchen wir nochmal ein solches. Rup. So, das hätten wir. Dann brauchen wir noch ein paar Sticks. Hallo. Das Brot wollten wir noch mal braten, das machen wir so und das so. Gut, und dann können wir uns hier ein Heavy Oak Sieb machen. Da müssen wir nämlich dann nicht so oft durchklicken. Heavy Oak Sieb. Schauen wir mal hier direkt daneben. Ja, da können wir nämlich 9x9 durchsieben. Auf einmal. Das ist ein bisschen effektiver. Reicht das Aluminium hier wirklich noch? Ja. Ist ja nice. So, die Strings tun wir mal hierher. Silkworms wieder weg. So, und wir wollten uns dann ein... Hallo. Mann, das Laggen, das nervt. So, wir haben was zu essen. Oh, geil. Wir müssen uns irgendwie eine Energiequelle machen.
Ich habe mir überlegt, was für ein Generator sich lohnen würde. Stirling Generator, der ist mit, und der ist ja easy zu bauen. Eine Piston können wir uns leisten. Die Stone Bricks auch. Und dann könnten wir Kabel machen. Nee. Energy Conduits. Dann brauchen wir einen Alloy-Smelter. Cauldron, Machine Case. Kupfer, das kriegt man auch. Nee, Redstone haben wir keins mehr. Und so viel Eisen haben wir auch noch nicht. Hammer. Autohammer. Brauchen wir 2, 4, 10 und 2 Diamanten. Ich glaube, das könnte man hinkriegen. 10 Eisen und 2 Diamanten. Wie viele Diamanten haben wir hier drin? 2. Dann machen wir uns so einen Autohammer. So. Zwei von den Pressure Plates und dann so. Da, Autohammer. Den pflanzen wir jetzt mal. Wo pflanzt man den hin? Ich erweitere mal kurz die Plattform hier. Ich weiß nicht, weshalb hier immer Mossy Stone kommt. Weiß ich nicht. So, dann speziell kurz den hier wieder wegmachen. So, den Autohammer stellen wir jetzt mal dahin. Der hat natürlich noch keine Energie. Und da, ja, würde ich gern den Generator bauen. Den kriegt man hin. Den kriegt man hin. Cleanstone, Furnace, Piston. Nein, wir haben glaube ich keinen Redstone mehr. Dann müssen wir kurz hier kloppen. Und Hammer haben wir auch nicht mehr. Hammer haben wir nicht mehr. Müssen wir uns kurz ein bisschen Material bauen. Wir brauchen einen Redstone. Och Mann, warum leckt es hier so? Also das nervt mich gerade extrem. Ich hoffe, ich krieg da jetzt einen Redstone mindestens raus. Dass wir uns den Pisten bauen können. Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Mann!
Ja, ich glaube, es sind hier schon viel zu viele Maschinen auf dem Server. Oder in dieser Welt. Es sind halt auf relativ wenig Chunks ziemlich viele Gebäude und Sachen und 10.000 Monsterfarmen und ich habe einen Redstone gekriegt und alles Mögliche, so dass das hier halt so laggt. Also jeder hat eine Monsterfalle, ja. Hätte man vielleicht überlegen können, ob man das irgendwie anders löst. Da muss man sich mal Gedanken drüber machen. So, ein Redstone haben wir. Würdest du jetzt bitte in den Crafting Table gehen? Vielen Dank. So, wir brauchen auf jeden Fall ein Furnace. Dann das hier für eine Piston. Dann brauchen wir Cleanstone und Basic Gear. Zwei Stück. Und dann brauchen wir noch Cleanstone, genau. Hatte ich nicht einen Haufen Cleanstone gebaut? Oder gemacht schon? Weiß nicht, wo der hin ist. Mal 32 da und 32 da. Das geht dann ein bisschen flotter, weil zwei gleichzeitig gebraten werden. Dann können wir in die Kiste mal ein bisschen Zeug reinhauen. Oh, ein bisschen leck, sagt Shadow TS. Das ist ja. Oh Gott. Also ich finde es wirklich schon extrem, die Lecks. Dann kann man eigentlich das Rezept in einen anderen Crafting Table schon reinlegen. Und dann haben wir gleich eine Energiequelle. Jawohl. Geht es gar nicht? Stone Bricks brauchen wir da, nee, oder? Ah, wir haben einen Stirling-Generator. Das wollte ich jetzt nicht. Wie kann ich jetzt die Sachen hier abbauen? Okay, das hat funktioniert. Dann brauchen wir mal ein bisschen Energie. Du musst immer warten, bis irgendwas funktioniert. Und es geht los. Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Was passiert, wenn ich da was reinlege? Ah, okay, das kommt da rein. Dann passt's ja. Und dann kommt hier nämlich das Produkt raus. Das ist schon mal sehr schön. Und dann konnte man, glaube ich, warte mal, warte mal, warte mal, man konnte, glaube ich, diesem Männchen was zu essen geben. Kartoffeln zum Beispiel. Und dann arbeitet es, glaube ich, schneller. Ist das hier auch so? Nee. So, wie viel Energie verbraucht der? Schon relativ viel. Ja, das ist halt jetzt für den Anfang so. Ich weiß jetzt noch nicht, wie ich den ein bisschen effektiver machen kann.
Was kann ich denn da noch verbrennen? Blaze Powder, glaube ich. Vielleicht. Aber es gab doch auch. Warte mal. Nee, den gibt es hier nicht. Da gab es nämlich auch irgendeinen Generator, der nur durch die Umgebungstemperatur sozusagen. Capacitor. Double Layer. Dann brauchen wir einen Alloy-Smelter. So, wir hauen das jetzt gleich nochmal da rein. Gut, ein Auto haben wir schon mal, das ist schon mal cool. Aber jetzt müssen wir uns mal darum kümmern. Warte mal. Wie hieß der Alloy-Schmelter? Da brauchen wir 4. Oh Gott. 6, 4, 10, 14, 2, 4, 5, 7, 21 Eisen brauchen wir da. Ein Eisen müsste ich hier noch haben, falls ich da mal reinkomme. Ah ne, das haben wir für den Dings gebraucht. Ich kann auch nichts anderes nehmen außer Eisen. Ich will mal gerade gucken, wie ich das noch bauen kann. Alloy-Smelter. Ja, ich brauche einen Alloy-Smelter. Warte mal, Solar. Dieses Solarpanel. Brauche ein bisschen Aluminium und Eisen und Dings da. Aluminium. Machen wir mal 6. Sand. Sieb wollte ich eigentlich. In Sieb wollte ich da eigentlich was reinmachen. Leute, es laggt und es nervt. So, Glas machen wir. Glas. Solar. Was brauchen wir noch? Redstone. Ja, weil wir davon ja auch so viel haben, gell? Hallo. Nervig, nervig, extremst nervig. Ja, ein Redstone haben wir. Kriegen wir vielleicht noch eins? Wäre toll, dann könnten wir uns zwei Solarzellen basteln. Ne, bleibt bei einem. War ja auch klar. Und oben diese Teile. Ach, da hätte man ja sogar genug gehabt. Rein da.
zwei Solar Panel. Ach ne, nur eins, klar. Wir haben ja nur einen Redstone gehabt. Hallo. Ey, die Lags, die regen mich auf. Das ist unerträglich. Compressed. Und den hauen wir jetzt da durch. Und was kriegen wir raus? Nichts. Nichts, was wir brauchen können. Ey, Mann. Kann ich bloß mit Diamond wohl upgraden. So, die Hälfte mache ich jetzt so. Ein paar Redstones gekriegt. Mal zwei Solarzellen. Und dann brauchen wir noch nächstes Mal ein Auto Sieve. Sind 9, 18. 9, 18, 20. Oh Gott, 20 Eisen brauchen wir dafür. Das wird eine Mammutsaufgabe. 20 Eisen. Respekt. Da werde ich mal eine Weile beschäftigt sein, wahrscheinlich. Wobei wir hier eigentlich. Warte mal, wir nehmen. Den Hopper kriegt man jetzt nicht mehr hin. 2, 4, 5 Eisen brauchen wir dafür. 2 Eisen kriegt man hin. Ja, wir kriegen bloß 2 Eisen hin. Das ist schade. Wir machen das jetzt mal so rum. Ja, die Solarzellen laufen. Es ist besser wie keine Energie, aber wenig Energie. Ich könnte mal gucken, ob die vielleicht, ob das effektiver ist. Boah, Glück gehabt. Ich dachte, die fällt runter. Wenn ich die da drauf setze, war das die dann direkt Energie. Da reinhauen. Na, minimal vielleicht. So, aber nichtsdestotrotz finde ich eigentlich sind wir gar nicht so schlecht dran. So, denn Kaktussamen. Ah, da kriegen wir das Crush-Zeug raus. Okay. Und Certus Quarz. Okay, passt. Haben wir zur Kenntnis genommen. Ist natürlich wenig Energie, die da ankommt.
Aber ich guck mal gerade die nächsthöhere. Ah, die können wir ja machen. Ne, brauchen wir. Nee, noch nicht. Ja, 5 brauchen wir. Brauchen wir 8 von denen und ein Red Zone Reception Goal. Aber nächste Folge kriegt man das, glaube ich, hin. Könnte man hinkriegen. Glas haben wir noch 4. Guck mal gerade rein. Ich guck mal gerade. Ne, ich glaube, das wird nichts. Wie viel kriegt man da? Da kriegt man noch eine Solarzelle, glaube ich, hin. Einmal so. Mann. So, 4 Stück haben wir jetzt. Die pflanzen wir auch noch dahin. Und ich hoffe. Dass es nicht so laggt, weil es trotzdem tut. Ja. Besser wie nichts, würde ich sagen. Wir können da noch. Ne, die Kohle sollte ich aufheben. Kohle heben wir auf. Wir gehen voran, finde ich jetzt. Ja, vielleicht nicht so effektiv wie die anderen, aber die haben auch viel mehr Spielzeit wie wir. Wir haben erst die 6. Folge jetzt gemacht. Ich bedanke mich bei euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal bei den anderen Leuten im Projekt vorbei. Ja? Die sind unten in der Beschreibung verlinkt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank. Ciao, Minecraft.